So. Ja, wie es aussieht, scheint OBS beim Encodieren nur ein Thread zu benutzen. Ist mir gerade in der letzten Aufnahme aufgefallen. Weswegen er hier auch angefangen hat, so viele Frames zu verwerfen. Jetzt kurz zurücksetzen. Sobald ein bisschen mehr auf dem Bildschirm losgeht, also ne, sobald ein bisschen mehr abgeht und er dementsprechend mehr Aufwand braucht zum Encodieren des Videos, bricht er mit der Framerate mächtig zusammen. Und hat aber teilweise dann bloß noch 30 Bilder pro Sekunde gehabt. Was jetzt nicht so geil ist. Wenn wir mal jetzt gucken hier. Du kannst mal weggehen. Machen wir mal hier. So, müssen wir mal ein bisschen im Blick behalten hier mit der Framerate. Sehr suspekt. Let's go. Was? Wieso bist du denn da unten, sag mal? Whatever. Und mir ist auch ein bisschen aufgefallen, dass OBS tatsächlich ein ganz schönes Problem hat, das Video synchron zu halten. Also zwischen, also die Kamera, die hängt entweder ein bisschen hinterher oder Audio hängt ein bisschen hinterher. Eins von beiden. Tja, also jetzt gerade geht's. Jetzt habe ich wohl 60 Bilder pro Sekunde. Achso, wobei ich das natürlich auch mit dem falschen Ding aufnehme. Ich nehme gerade mit meinem normalen auf. Ach so, ja. Deswegen war es in der Liste auch falsch rum sortiert. Ha. Das hier ist doch unseres. Ah, und die ist auch gleich an der Spitze. Easy. So. Filtering habe ich aber aktiviert. Genau. Das heißt, so extrem scharfe Kanten sind zum Beispiel nicht vorhanden. Das ist natürlich seltsam. Ah, jetzt bricht er wieder zusammen auf. Kann es sein, dass sich OBS mit dem Spiel synchronisiert? Weil die Framerate, die ich in OBS habe, entspricht der Framerate, die ich auch hier bei meinem Test habe. Das wäre natürlich nice. Da wäre es ja gar nicht mal so schlimm. Ich muss mal ein bisschen hier austesten, indem ich mal hier mit der Sichtweite ein bisschen hochgehe. Wobei das natürlich auf dem Raspberry Pi Server jetzt natürlich der Raspberry Pi nicht so gerne mitmacht. Ich mache mal hier eine lokale Welt. Zum Beispiel nehmen wir mal das hier. So, dann probieren wir mal. Wenn ich jetzt hier. Leck mich. Wenn ich jetzt hier mal mit der Distanz ein bisschen hochgehe, sodass mein Test an sich, also meine Grafikkarte halt ein bisschen zusammenbricht. Gut, das ist natürlich mit den paar Bäumen hier nicht so einfach. Habe ich hier nicht mal einen Dschungel oder sowas? Klassischen Wald? Gut, wir können es auch ganz anders machen. Wir machen es mal ganz, ganz anders. Ich sag mal, Einstellungen. FPS, die kann man ja limitieren. So. Wenn ich da jetzt sage, wir wollen nur 15 Bilder pro Sekunde haben. Keine Angst, bleibt nicht so. Geht dann OBS auch runter auf 15 Bilder pro Sekunde? Nö, bleibt bei 60 Bilder pro Sekunde.
Okay, scheint sich also doch nicht mit meinem Test zu synchronisieren. Weil jetzt hat da, jetzt haben wir auch 50, 60 Bilder pro Sekunde bei OBS. Das ist ja verrückt. Die Frage ist, warum geht es denn bei OBS dann runter, wenn es auch bei MyTest runtergeht? FPS. Speichern. Zurücksetzen. Unfocused. Achso, wenn im Menü so ein Zeug drin ist, ne? Warum ist das nur auf. Ist auch egal. Wie auch immer heutzutage noch mit 20 Bildern pro Sekunde arbeitet, aber das ist natürlich dafür, dass da, wenn das Fenster eh keinen Fokus hat oder man im Menü ist, dass dann CPU-Zeit gespart wird oder GPU-Zeit vor allen Dingen. Hey, doch, OBS geht tatsächlich doch weiter runter. Ja, jetzt habe ich hier in Mainz habe ich 50 Bilder pro Sekunde. Aber OBS kriegt nur 40 Bilder pro Sekunde. Das Witzige ist ja, er sagt mir hier, dass das durch Renderverzögerung ist und nicht durch Codierungsverzögerung. Das heißt, der Encoder, der scheint hinterherzukommen. War das beim letzten Video auch so? Habe ich da falsch geguckt? Mal kurz, haben wir mal ein Programm beenden. Das müssen wir mal ein bisschen recherchieren, ja? Ja. Das ist einmal die falsche Seite. Gehst du bitte nach da? Dankeschön. Und so, du kannst bitte weggehen. Dankeschön. Wie war das denn hier? Achso. Habe ich nicht ein Video aufgenommen, oder? Doch. Ach doch. Ach, guck mal. Okay, hier war auch cool. Ja, habe ich gar nicht drauf geachtet. Das war Renderverzögerung. Ich dachte, war Codierverzögerung. Okay, dann liegt es also doch nicht daran, dass irgendwie OBS nur mit einem Thread encodiert oder sowas, weil das dachte ich nämlich eher. Weil die CPU hier, ne, das war halt immer nur jeweils ein Thread mit Nice und ein Thread mit Normal, wobei stimmt gar nicht, das sind ja jeweils 8. Ist auch egal. Auf jeden Fall liegt es an der Renderverzögerung, gar nicht an der Codierverzögerung. Das ist natürlich interessant. Das ist mir ein bisschen suspekt. Gut, dann probieren wir mal ganz kurz. Wir probieren mal ganz kurz was. Wenn ich jetzt mal hier. Bitte gehen Sie weg. Dankeschön. Haben wir ja hier unsere nur noch 48 Bilder pro Sekunde. Was? So, genau, jetzt bin ich immer noch im Spiel drinne. Jetzt hat er wieder 60 Bilder pro Sekunde. Ja, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das ist ja mal interessant. Jetzt habe ich wieder 60 Bilder pro Sekunde. Obwohl ich nämlich in-game die meiste Zeit mindestens 50 Bilder pro Sekunde habe. Ah, das heißt, OBS läuft doch nicht so geschmeidig wie Voku Screen. Das ist natürlich schade. Weil mit Voku Screen, da habe ich ja, ne, da habe ich ja Testaufnahmen gemacht, wie noch und nöcher. Und da hatte ich konstant die ganze Zeit, habe ich auch dann das Video danach Frame für Frame durchgeguckt. Und jede Frame war unique. Das heißt, er hatte wirklich 60 Bilder pro Sekunde. Auch in. Ich kann ja mal mein Turbo-Test hier machen, ne? Gehen wir mal hier auf meinen Creative Server. Na? Schauen wir mal und machen mal einen kleinen Test. Machen wir da mal. So, dazu gehen wir. Achso, wir sind sogar an der richtigen Stelle. So.
Wir machen mal den Test der Tests. Und müssen wir erstmal hier ein bisschen vorcachen. Oh ja, man merkt schon, der neue Mindtest-Server, die neue Hardware, die ist definitiv ein bisschen leistungsfähiger. Ich meine, ich bin hier auch ab und zu im Tunnel stecken geblieben, aber erst bei einer wesentlich höheren Geschwindigkeit. Bei meinem alten Mindtest-Server, da bin ich schon viel früher stecken geblieben. So, jetzt gehen wir mal hier mit der Sichtweite ein bisschen hoch, das haben wir schon. So, und jetzt springen wir mal hier rein und machen einfach freien Fall. Verarschen, er hat immer noch 60 Bilder pro Sekunde die ganze Zeit gehabt. Also jetzt erstmal laut OBS. Ja, das müssen wir jetzt nochmal verifizieren, indem wir jetzt warum öffnet das Fenster immer auf der rechten Seite? Willst du mich verarschen? Dahin. So. Jetzt öffnen wir mal das Video. Bitte einmal muten. Jetzt gehen wir mal dahin, wo das war. Genau. Jetzt gucken wir Frame für Frame durch und sehen, jede einzelne Frame ist unique. Wir haben auch genau 60 Bilder pro Sekunde. Ja, FPS 60, 60. Und jede Frame an sich ist unique. Das heißt, er nimmt auch wirklich mit 60 Bilder pro Sekunde auf. Und das, obwohl das jetzt hier wirklich, ne, hier ist jetzt grafisch ultra viel, weil bei jeder Frame ändert sich wirklich ein komplettes Muster. Das heißt, wenn ein Renderer das hier schafft, sollte er eigentlich so ziemlich mit jeder Situation zurechtkommen, weil viel mehr Bewegung als das hier wird man so kaum haben. Die Frage ist also, warum bricht dann OBS in normalen Situationen ab und zu zusammen? Vor allen Dingen nur ab und zu. Das ist halt ein bisschen schade. Werde ich etwa am Ende des Tages OBS doch an den Nagel hängen müssen? Das ist natürlich traurig. Ah ja, ich meine, wir hatten im Worst-Case-Szenario immer noch 30 Bilder pro Sekunde. Also, ne, man hat ja hier das, wo es ganz schlimm war, war ja hier. Diese Szene, war diese Szene, da hatten wir denn nur noch 30 Bilder pro Sekunde. Wo ist jetzt mein Kamerabild über meine alten Kamera? So haben wir Kameraception. Man sieht hier noch so ein ganz kleines bisschen von der Kamera, von der alten. So, genau, hier war es jetzt ganz schlimm. Da haben wir nämlich, wenn ich jetzt hier Frame für Frame durchgehe, klick, 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 klick. Hier haben wir immer noch Frame für Frame, aber man sieht schon, manchmal ist immer die gleiche Frame, macht immer klick, 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 klick. Ah, also, na gut, jede zehnte Frame ist gedoubled. Aber jetzt sieht man es natürlich nicht. Genau, hier sieht man es jetzt ganz deutlich. Wir machen hier nochmal. So, klick, 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 klick. Ja, hier geht es noch. Wenn es ein bisschen weiter geht. Hier an der Stelle. Klick, 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 klick. Jede zweite Frame ist identisch. Da hat er also im Durchschnitt nur noch 30 Bilder pro Sekunde. Was jetzt nicht so geil ist. Wie gesagt, es geht schlimmer, klar, aber es geht auch besser. Wir müssen also unbedingt mal gucken. Vor allem, ich habe jetzt,
Jetzt gerade hatte ich schon wieder hier Renderverzögerung, obwohl er halt nichts gemacht hat, außer ein Video wiederzugeben. Also nichts, was in irgendeiner Weise CPU-Leistung gibt. Guck mal, meine CPU, die ist null. Da ist, also, da. Woran liegt das? Ja, also OBS scheint wohl doch nicht so super zu laufen wie gehofft. Dann müssen wir also gucken, ob wir das OBS vielleicht doch nur für Livestreams benutzen und ich klassische Aufnahmen dann doch mit Voku-Screen machen werde. Ja, schauen wir mal. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Gehen Sie mal weg. Das ballern wir mal ein bisschen weiter hier. Was ist geschehen? Warum war ich gerade in der Luft? So, wo ist mein Stuff? Ach da. Wieso war ich gerade mit dem Account in der Luft? Ist auch egal. Ja, stirb halt gleich direkt nochmal. Übrigens, die Höhle hier ist witzig. Bei der Höhle kommt, okay, jetzt ist es relativ dunkel. Ich versuch's mal trotzdem. Da. Yay! Der Teil ist unter Wasser, der Teil ist unter Luft. Ja. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ob man das aufgrund der. Oh, ich bin auch behindert. Okay, jetzt seht ihr, was ich sehe. So, jetzt bin ich wieder hier. Also nochmal. Der Tunnel hier, der ist verbunden. Upsala. Wenn man hier so reingeht in den Tunnel, sieht man da Wasser. Ein wunderschön verbundener Fluss. Schnauze. Jetzt kann man natürlich gucken, ne, so rein designtechnisch, ob man das Ding hier auch mit Wasser auffüllt. Dass das halt wirklich aussieht wie so ein Durchbruch hier. Oder ob man das wirklich einfach so lässt, damit man hier später noch irgendwelche Mineralien abbauen kann. Da unten habe ich zum Beispiel Kohle abgebaut. Aber ich meine, so groß ist die Höhle eigentlich nicht. Könnte man also durchaus fluten einfach, ja, damit es ein bisschen schön aussieht. So, was wir gemacht haben, ist bei einer Sichtweite von 130 geht er. Kann doch nicht sein. Mein Test hat 60 Bilder pro Sekunde. Aber OBS bricht auf 30 Bilder pro Sekunde zusammen. Jetzt hat er auf einmal schon 40. Jetzt 50. Immer noch 50. Obwohl mein Test die ganze Zeit 60 Bilder pro Sekunde hat. Warum bricht OBS zusammen? Vor allem, ich habe die ganze Zeit. Hier, guckt mal, hier. Also zwei Threads sind auf jeden Fall. Also zwei Kerne, zwei Threads sind auf jeden Fall ausgelastet. Und sobald zwei Threads ausgelastet sind, also ein Viertel der Gesamtleistung, fängt er an, hier mit der Framerate runterzugehen. Jetzt, wenn ich auch am Anfang dachte, dass es am Encodieren liegt. Jetzt kann natürlich sein, dass es gar nicht am Encodieren liegt, sondern an diesen Live-Zusammenstellen. Mal kurz ohne Kamera. Gucken wir mal, wie es jetzt ist. Ah, nicht unbedingt besser. So.
habe ich auch 60 Bilder pro Sekunde. Okay, also jetzt wird es weird. Sobald das Fenster den Fokus hat, ja, sobald es den Fokus hat, habe ich 34 Bilder pro Sekunde. Sobald ich hier raus habe, jetzt hat OBS den Fokus, habe ich 60 Bilder pro Sekunde. Obwohl es genau das gleiche ist, was man im Video sieht. Es ist im Video 1:1 das gleiche. Gut, man sieht jetzt hier in der Mitte meine Maus, weil die nicht mehr von meinem gefangen ist. Aber ansonsten ist es 1:1 das gleiche. Also wenn ich jetzt hier reinklicke, bricht wieder zusammen auf 37 Bilder pro Sekunde. Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. OBS, du bist verrückt. Weißt du das? Also das ist ja mal, was zur Hölle? Also es liegt definitiv nicht daran, dass die Grafikkarte irgendwie scheinbar zusammenbricht. Weil wie gesagt, sobald der Fokus weg ist, habe ich ja 60 Bilder pro Sekunde bei der Aufnahme anscheinend. 500 ist vielleicht ein bisschen sehr hoch. Wir gehen mal auf unsere guten alten 300. Ja, 300 ist immer gut. Das ist ja verrückt. Das ist ja total verrückt. Brr. Okay. Tja, machen wir in der Folge noch was Sinnvolles? Oder eher nicht so? Ich habe keine Ahnung. So, wir könnten auf jeden Fall mal unser Wasser einmal hier füllen. Was machst du im Wasser? Jo, wie schaffst du das? So. Ich weiß noch leider nicht, ob man bei OBS irgendwie einstellen kann, wie auf die Grafikkarte zugreift. Ja, wenn ich jetzt hier sage, Einstellungen, dann kann ich zwar irgendwie sagen, er soll mir hier eine bestimmte Framerate machen, aber ich habe keine Möglichkeit zu sagen, wie auf die Grafikkarte zugreifen soll. Wobei, doch, warte mal ganz kurz, vielleicht liegt es direkt hieran, dass er das XSHM der irgendwie Mac macht. Ich versuche mal was anderes zu machen. Was gibt es denn hier noch so Schönes? X-Composite zum Beispiel. Könnten wir mal probieren. Und viel mehr hat er leider auch nicht. Das ist natürlich schade. Er hat also kein... oh Gott, wie hieß denn das? War das X-Damage? Es gab unter dem X-Server noch... Also es gibt ja unter X-Server verschiedene Varianten, den Bildschirm aufzuzeichnen. Vielleicht liegt es einfach an diesem XSHM. Ja, das können wir mal probieren. Das heißt, ich mache jetzt mal... ich mache hier noch mal Neues. Szenerie 2. So, jetzt seht ihr natürlich nur schwarz, ganz klar. Da mache ich jetzt mal so. Euch beide kopiere ich. Füge sie hier ein. Warum so klein? So, beziehungsweise, nee, dich wollten wir gar nicht haben. Du kommst erstmal raus. Ja, jetzt ist da schwarz. Und linker Bildschirm plus Kamera geht immer noch. Sehr schön. So, Szene 2 haben wir nur Kamera. Und jetzt füge ich mal... Ich gehe mal kurz in den Studio-Modus, damit ich hier Sachen verändern kann, während ihr das Bild seht. Schönes Hintergrundbild, by the way. Ah ja, gut, das Gesicht ist ein bisschen scheiße gezeichnet, aber egal. Sonst jetzt nicht weiter stören. So, genau. Jetzt seht ihr immer noch mein Bild hier, obwohl ich hier rumspielen kann. Dieser Studio-Modus ist schon relativ geil. So, wir machen jetzt mal hinzufügen. Und wir machen jetzt mal X-Composite. Machen wir mal linker Bildschirm. Bumm. Ach, leck mich doch am Arsch. Dann machen wir 2. Noch hinter. Arbeitsfläche Plasma. Genau. Und hier kann ich jetzt auch sagen, er soll ein gesamtes Fenster aufnehmen.
Ach so, ne. Nee, hier kann er. Okay. Ich meine, ich könnte jetzt dafür zumindest sagen, er soll direkt meinen Test aufnehmen. Ja. Machen wir aber auch mal testhalber jetzt einfach zum Testen. Machen wir mal runter. So. Da machen wir mal Übergang. Okay. Jetzt bin ich in the game. Na? So, jetzt gehen wir mal hier hin. Und haben nur noch unsere 30 Bilder pro Sekunde. So. Dann nutze ich jetzt mal das mit dem X-Composite. Und wir haben zumindest 50 Bilder pro Sekunde, also auf jeden Fall mehr. Aber X-Composite an sich scheint. Ah, ne. X-Composite hat insgesamt eine zu schlechte Leistung. Da machen wir das mal weg. Ja, 10.2 entfernen. So. Yay. Nein. Das da. Genau. Ja, nee, wie gesagt, müssen halt damit leben, dass OBS in manchen Situationen zusammenbricht auf 30 Bilder pro Sekunde, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie einstellen kann, dass er die Anzahl an Prozessorkernen limitieren soll oder irgendwie sowas. Ich sehe auch nirgends irgendwie eine Einstellung oder sowas, was man hier ändern kann, wo man ihn sagen kann, wie viele Prozessorkerne er nutzen soll. Finde ich hier nicht, sehe ich hier erstmal nicht. Ja gut. Das war ja bekloppt. Ja, dann haben wir in der Folge immerhin geschafft, einmal Wasser einzusammeln. Bin ich auch schon mal sehr stolz drauf. Dann können wir in der nächsten Folge, also mit den uns gegebenen Mitteln, vielleicht mal wieder ein bisschen was Sinnvolleres machen. Schauen wir mal. Bis dann.